Liebe Jahresschlussgottesdienst-Christen, am Jahresende ist es immer auch so Tradition und Brauch, Zahlen, Statistiken zu verlesen. Wir haben das Glück, dass wir auch die Bildschirme in der Kirche haben und so wollen wir ein wenig das Jahr Revue passieren lassen, das Jahr 2012 mit Bildern, mit einigen Gedanken und auch Zahlen dazu. Jahresrückblick 2012. Im Jänner, vorbemerkt sei, es gäbe natürlich viel, viel mehr, was hier ausschnittweise gezeigt wird. Und das meiste und wertvollste ist vielleicht sogar im Verborgenen geschehen. Aber überall war eben nicht die Kamera dabei. Aber trotzdem sollen mit einigen Bildern ein Danke gesagt werden. Es beginnt im Jänner mit der Drei-Königs-Aktion. 200 Sternsinger und Sternsingerinnen waren unterwegs, vorwiegend Kinder und Junge, und haben 37.000 Euro ersungen für Menschen in Not. Ein Danke, diesen Tagen sind sie ja auch wieder unterwegs. Mit diesem Bild danken wir auch allen anderen Solidaritätsgruppen in unserer Pfarre, die sich einsetzen für die Armen weltweit. Im Jänner gab es dann auch die Ministrantenaufnahme. 16 neue Ministranten wurden eingeführt und feierlich entsendet. Unser Kaplan ist der Big Boss bei den Minis. Der Trend zur Ministrantenschar zu kommen hält an. Da steigen die Aktien, auch beim Arbeiten tun sie es gut aufteilen. Einer geht mit der Kerzen, der andere beobachtet. Ja, dann, was Kirche, für Kirche auch wichtig ist, sie verkündet die frohe Botschaft, Fasching, Sonntag, wenn sich manche Kinder noch erinnern. Trotz aller Sorgen, Ängste, Nöte, die da sind, soll Kirche auch immer Hoffnung machen und wie das Konzil sagt, Freuden und Tränen mit den Menschen teilen. Dass wir eine kreative Kirche sind, sehen wir beim nächsten Bild. Junge Leute haben eine spirituelle Filmbox entwickelt, eine Kooperation mit der HBLA Overwart, der Taufkapelle, kann man da einwerfen und diese Meditationsfilme betrachten. Wir versuchen ja auch immer wieder in der Kirche neue Wege zu finden. Die Botschaft bleibt immer die gleiche, dass der Herrgott uns Menschen gern hat und liebt und dass wir uns zusammenreißen sollen, auch als liebende Menschen. Mehr ist es nicht. Aber das immer wieder neu zu sagen, in die jeweils neue Zeit hinein, braucht kreative, innovative, neue, fantasievolle Wege und da freuen wir uns, wenn da immer was geschieht. Sehr wichtig natürlich auch die vielen, vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Neuwahlen gab es, Pfarrgemeinderatswahl, 40% der Pfarrbevölkerung haben sich beteiligt, ein herzliches Danke, und 35 Mitglieder gibt es im Pfarrgemeinderat, wird jetzt am 9. Jänner wieder weitergehen, sie werden die Geschicke der Diözese Hartberg lenken. Der Dialog mit der Kunst und der Kultur ist immer seit vielen Jahren schon auch Hartberg verpflichtet und in Tradition. Hier eine Vernissage, eine Kreuzausstellung mit Helmut Loder, immer wieder auch von unserem Bildungswerk-Team bestens organisiert. Wir kommen zu den Taufen, Osterzeit, Osternacht, gerade eine Taufe, unser Herr Kaplan immer wieder fleißig unterwegs. 100 Personen wurden getauft. Im Vorjahr waren es 114, also ein bisschen ist ein Rückgang, aber das werden wir wieder draufholen nächstes Jahr. Gottesdienst ist das nächste Bild, der Dialog auch mit den anderen christlichen Konfessionen, beziehungsweise in der Buntheit der Kirche gibt es ja viele Liturgien, die auch innerhalb der katholischen Kirche anerkannt sind. Hier Martin Schmidbauer mit dem Chrysostomos Chor aus Graz. Heute haben wir schon einige Stücke auch daraus von unserem Männerchor gehört. Ein Fest für die Kinder, Erstkommunion. Hier eine mit einer kleinen Gruppe. Und dann gibt es das Bild mit der großen Gruppe. 4 Erstkommunion Gottesdienste gab es. 94 Erstkommunion Kinder wurden von 32 Tischmüttern vorbereitet. Auch immer wieder ein Highlight, etwas Besonderes im Leben einer Pfarre,
wenn die Kinder zum ersten Mal an den Altare Gottes treten dürfen und das heilige Brot empfangen. Es geht dann weiter, nach den Kindern kommt die Jugendraumfirmung, hier mit dem Generalvikar. 108 Firmlinge wurden von Generalvikar Schnuderl gefirmt. 21 Firmbegleiter haben die Firmlinge vorbereitet. Auch da wieder ein herzliches Dankeschön. Wir wissen, die Firmung, so sagen manche, ist immer die Verabschiedung von der Kirche. Bis da kriegen wir es noch eine und dann sind verschwunden. Aber dem ist nicht immer so. Darum lassen wir uns auch immer ein wenig was einfallen, um auch die jungen Menschen danach in die Kirche zu kriegen. Zum Beispiel, nächstes Bild, Number One, Gottesdienst, Help, dein Prüfungssegen, haben wir alle Maturantinnen und Maturanten eingeladen und ein bisschen poppigerer Musik, den Segen Gottes vor der großen Matura zu empfangen. Bei den meisten hat es geholfen, was sie so gefragt haben, der Segen. Eine andere wichtige Zielgruppe, die Ehepaare, ist noch zu früh, tun wir da weiter, von Leichnamsprozession. Ein herzlicher Dank auch für die gute Kooperation mit den Vereinen, die immer wieder in je unterschiedlicher Art und Weise im Leben der Pfarrgemeinde mithelfen, mitwirken. Hier Kinder- und Kameradschaftsbund, auch hier ein Dankeschön von Leichnam, heißt ja, Kirche geht auch hinaus zu den Menschen auf die Straße. Ökumene wurde schon mal kurz genannt, der Dialog mit den anderen christlichen Konfessionen hier beim ökumenischen Bibelkreis und auch ökumenische Gottesdienste runden das Bild ab. Dazwischen gibt es immer wieder viele Sonderveranstaltungen und Segnungen, wie hier unser Kaplan, Segnung beim Flugtag in Hartberg. Unser Überflieger, der Kaplan, war live dabei. Gut, dass er nicht fortgeflogen ist, sondern noch bei uns weilt. Auch so schnell, wie man kann, Starterlaubnis geben zum Wegfliegen. Kirche geht hinaus, feiern in der schönsten Kathedrale der Welt unter Gottes freiem Himmel. Schon Tradition, die sogenannten Sonnwendgottesdienste, immer wieder ein herrliches Erlebnis in der freien Natur unter dem Himmel Gottes zu feiern, heuer in Habersdorf. Ein wenig spannend war es heuer. Ein Tag vorher hat es ein schweres Hagelwetter gegeben, genau in dieser Gegend. Und da mitten unter diesen geknickten Früchten und Halmen und Ähren Gottesdienst zu feiern, da hinein dieses Zeichen der Hoffnung zu setzen, war ein sehr spannendes, herausforderndes gottesdienstliches Erlebnis. Kirche feiert immer wieder gerne, ein Höhepunkt im Sommer, immer das Pfarrsommerfest in der Levingau, heuer in Kooperation auch mit der Vinzenzgemeinschaft, die ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Bei der Festmesse war auch der berühmte Armenpfarrer Bucher aus Graz, Zelebrant und Prediger. Auch die Kirche lebt auch von vielen Einzelkapellen und Kirchen draußen in den Ortschaften und Regionen. Auch da darf ich ein herzliches Danke sagen, was rundherum um die Stadtpfarrkirche alles geschieht. Heuer war eine Kapelle besonders im Rampenlicht, die Rotenkreuzkapelle, 250-jähriges Bestandsjubiläum. Geheiratet wird auch. Kirchliche Trauungen gab es im vergangenen Jahr 30. Das ist doch deutlich gleich wie im Vorjahr, da waren nämlich auch 30. Hier unsere Sängerin Irene Fuchs als Braut und der Christian als Bräutigam, gesegnet von Kaplan. Kirche geht immer wieder auch auf Wallfahrt unterwegs, die Bergmesse am Ring. Als da mal was vergessen, danke der Regie, bin ich. Ganz was Wichtiges, natürlich hat es heute die Europameisterschaften Beachvolleyball am Hauptplatz gegeben und auch da durften wir als Kirche präsent sein und haben diese Sportler aus verschiedensten Nationen den Segen zusagen dürfen. Ich denke, war auch ein sehr eindrucksvolles internationales kirchliches Erlebnis. Ja, jetzt glaube ich, kommen wir zur Bergmesse am Ring. Heuer unter dem Thema die sieben Sinne. Das Feiern, die Dankbarkeit
für die Schöpfung Gottes, auch in Kooperation mit dem Arbeitskreis Schöpfung, Verantwortung für die Schöpfung, und mit dem Arbeitskreis Wallfahrt wurde dieser große Gottesdienst gefeiert. Dann hat wieder die zur Freude der Kinder im Herbst die Schule begonnen. Bundesschulzentrum Harzberg, Schulstart, da rührt sich was, wenn da an über 1.600-1.700 Kinder auf Anfleck und Jugendliche feiern, die Lehrer gar nicht mitrechnen. Das ist immer wieder auch ein schönes Zeichen, dass unsere Kinder, unsere Schulen, im Kleinen wie im Großen, auch mit dem Segen Gottes das Schuljahr beginnen und auch dann natürlich beenden. Wir kommen zum Sakrament der Erwachsenentaufe. Soll auch einmal gesagt werden, dass Leute auch von anderen Religionen, zum Beispiel zur Zeit vom Islam, 5 Kandidaten den Katechumenatskurs, das heißt den Taufvorbereitungskurs, durchführen, um dann in die katholische Kirche aufgenommen zu werden. Recht spannend, wenn Leute vom Islam übertreten in unsere Gemeinschaft der Kirche. Insgesamt gibt es in Hartberg 9.741 Katholiken. Hier sei auch die Zahlen von Austritte und Wiedereintritte erwähnt. 53 Personen haben gesagt, wir können mit euch nichts anfangen, sind ausgetreten. Ob sie tatsächlich das Leben der Pfarre meinen oder ob die Ursachen woanders liegen, höher gelagert bis nach Rom hin, das ist verschieden. Und 4 Menschen sind wieder eingetreten in die Kirche. Kirchenzählung wurde auch durchgeführt, haben eine Steigerung um 16%. Da freuen wir uns, dass so einen durchschnittlichen Samstag, Sonntag 1581 Christinnen und Christen mit uns feiern. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Danke zu sagen, Erntedankfest, jedes Jahr, wissen wir, großes Erlebnis am Hauptplatz. Damit wollen wir auch ein Signal nach außen geben, dass Kirche nicht mehr nur eine kleine letzte Horde sterbender Mohikaner ist, sondern wir sind noch viele. Und das soll auch im Positiven so verstanden sein. Wir freuen uns, dass viele Leute, von den Kindergartenkindern, die hier mitfeiern, bis zu den alten Menschen, gemeinsam Gott Danke sagen. Wir freuen uns auch, dass die Lehrscharen immer dabei sind. Das ist auch ein Spezifikum, das es in der Hartberger Pfarr noch gibt und sonst schon eher kaum mehr. Die Lehrscharen, die gerade beim Erntedank sich stark engagieren. Caritas und Nächstenliebe, gibt es viele Gruppen, die in unserer Pfarre aktiv sind, von Humanitas, Vinzenzgemeinschaft, Hoffnung durch Liebe und zahlreiche andere. Hier bei einem Treffen aus der Caritas-Verantwortlichen aus dem ganzen Dekanat mit dem steirischen Caritas-Seelsorger Günter Skubic. Danke sagen tun alle Jahre dann auch die Ehejubelpaare. Danke sagen beim Festgottesdienst heuer mit dem Streicherensemble von Hermi Back und Inge Pfandner, die heute auch da sind. Die junge Jugend ist dank unseres jugendlichen Kaplans auch immer sehr aktiv. Bei der steirischen Aktion 72 Stunden ohne Kompromiss hat sich die Jugend engagiert, heuer im Altenheim in Mendern, und hat versucht, dort den Aufenthaltsraum umzugestalten, Zimmer auszumalen und eine Disco für die alten, älteren Leute zu gestalten. Das stimmt nicht, gell? Aber das andere schon, ja. Der Blick über die Grenzen der Pfarre, Weltmissionssonntag, hier ein Zeugnis von Anna Gamperl, die ein Jahr in Äthiopien war, Weltkirche, auch eine wichtige Arbeitsgruppe, die den Blick öffnet für die Notleidenden in der sogenannten Dritten Welt. Auch der Pfarrkaffee, der immer wieder veranstaltet wird, darf dankenswerterweise in dieser Richtung genannt werden. Sterben und Tod sind im Leben einer Pfarre, einer Glaubensgemeinschaft gut aufgehoben, aller Heiligen. Hier die Zahlen, 77 Beerdigungen, 41 Frauen, 36 Männer. Der älteste Mann, Alfred Leitner, 99 Jahre. Die älteste Frau, Anna Mendlik, ebenfalls 99 Jahre.
Neben der spirituellen, liturgischen Arbeit, sozialen Arbeit muss das rundherum auch passen, sprich die wirtschaftliche Seite. Die Kirche hat auch viele Gebäude zu erhalten, zu verwalten. Hier sei ein Dank auch dem Wirtschaftsrat gesagt. Hier war gerade die Segnung der heuer neu sanierten Räume am Kirchplatz. Aber auch da ein Dank an allen Außenkapellen und Kirchen und vor allem an euch, an die großzügigen Spenderinnen und Spender, dass all diese Gebäude auch erhalten werden können. Mardini-Festival stand heuer ganz im Zeichen des Konzilsjubiläum, 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil, Vorträge mit Hannung Kuhr, Professor Bock und dann eben hier auch einen hochinteressanten Zeitzeugenabend zum Konzil mit Oberschulrat Annemarie Köbel, Rosemarie Bichler, Schulrat Johann Hofer und Oberschulrat Josef Wallner, die sehr beeindruckend, obwohl sie schon zu spät lese, zählen, was die Biologie betrifft, ein dynamisches jugendliches Zeugnis für eine neue Kirche abgelegt haben, in einer Begeisterung, dass wir voll Dankbarkeit hinschauen dürfen, dass noch so viel Substanz und Freude an dieser Kirche da ist. Kreative Kirche, wir freuen uns, dass wir immer wieder auch ein wenig Anerkennung kriegen, von Graz aus und darüber hinaus. Erster Platz für das Videoteam Hartberg, und zwar ein Film von Diplom-Ingenieur Helmut Hütter zum Thema bewegte Liturgie. Sind wir recht froh, auch danke, dass Sie so wie heute und das ganze Jahr über uns mit Bildern versorgen. Es schließt sich der Kreis, Adventbeginn, Beginn des neuen Kirchenjahres. Heuer dann in der Adventzeit zum ersten Mal auch eine Segensfeier für werdende Mütter und Väter. Dass es die Jungschar auch gibt, sehen wir dann beim nächsten Bild beim Lebkuchenbacken. Jungschargruppen gibt es in der Stadt, in Löffelbach und in Neu-Safenau. Sie werden die Lebkuchen sicher nicht nur gebacken haben, sondern auch verzwickt. Ja, Weihnachten bleibt frisch gerade in Erinnerung. Die vielen Metten hier unserer Kirche mit dem am Christtag dann mit dem Chor des Kirchenmusikvereins. Ja, und so schließt sich der Kreis. Darf am Ende allen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ein Vergelt's Gott sagen für die gute Zusammenarbeit, euch allen für das Mitbeten, Mitdenken, Mittun. Vieles, wie gesagt, ist im Verborgenen geschehen. Danke auch noch einmal allen Fotografen und Videoteam. Ja, und mit diesem schönen Bild schließen wir inmitten der angekündigten Weltuntergangsszenarien. Ein bisschen ein finsterer Hintergrund, geht die Welt unter? Nein, so ist es nicht. Aber inmitten aller Ängste und Bedrohungen möchte auch die Pfarrkirche Hartberg strahlen, Licht sein für alle suchenden, fragenden Menschen. Hoffen wir und bitten wir, dass uns das auch im neuen Jahr gelingen möge. Amen.